Bitte, ich darf um den Einzug bitten. Den Mittelgang bitte freimachen. Und herzlich willkommen bei Bauer sucht Frauen. Romantisch wird es heute für unseren zierlichen Ziegenwirt Marco und seine ständige Fachhandelsverpackerin Fabienne. Eifrig bei der Damenwahl ist unser düsende Bulldog-Bauer Dennis zugange. Und aufregend wird es für unseren stylischen Stufenzüchter Stefan. Aber den Anfang macht jetzt erstmal unser süßholzraspelnde Weggesättel. Ab zum Scheunenfest! Farmer, bin geboren auf den Land und melke Kühe. Ich kriege keine Frau, ich tu was ich kann. Und Daddy ist froh, weil ich Traktor fahren kann. Ich kriege keine Frau, ich bin ne Farmer. Ich trage doch
machen kann. Er hat Mut auf jeden Fall, denn er möchte nicht mehr länger allein sein. Eine Frau, die mit ihm lebt, die an seiner Seite steht. Und schon könnte dieses Leben perfekt sein. Das ist die Gelegenheit, endlich glücklich sein zu zweit. Er gibt alles und noch mehr, denn er wünscht es sich so sehr. Bauersuchfrau, mit dem Traktor und dem Wildern geht er jetzt auf Abschau. Bauersuchfrau, mit vielen Zähnen am Scham, wie ein wachsender Pfau. Doch er weiß ganz genau, sie muss hart sein durch und durch. Tüchtig, liebevoll und schlau. Stufe 1, Stufe 2.
das Highlight unserer Kampagne. Ich dachte, lass erst mal atmen. Normalerweise müsst ihr eine Sauerstoffzelt. Mich hat's gewundert, dass denn die Gummistiebel in der Nunde geflogen sind. Jörg, die Feuerwehr darf jetzt keinen Einsatz fahren, weil das nämlich alles Stiebel von der Feuerwehr sind. Das will ich euch gleich sagen. So, ich darf vorstellen, das tue ich mit besonderer Freude, unsere Kapuzinermönche, unser Männerballett, Schwitzi and the Weight Watchers. Bauers und Frau, alles durchtrainierte Kräfte und eine tolle Männerwelt. Ich darf euch einmal vorstellen, dem närrischen Auditorium, es tanzen für Sie Benjamin Klinger, der Florian Lindakovic, der Dennis Beuth, unser Jens Werner, Erik Strohkämper, Dominik Heere, Stefan Neuberg, Thorsten Strohkämper, Marco Montana, unser Seba Rick Sebastian, Betreut wird diese Gruppe von Ann-Kathrin Rehberger.